Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Hier bei Crash wurde Ficket hinein. Es wird nun Zeit, dass Wasser unter den Baum von. Unter dem heiligen Baum Ick zu läutern, um den Leuten den Fluch zu nehmen, dass sie. Also mit der Siegel, welcher sie glauben lässt, der Dämonenkönig zu sein. Kein Problem. Dafür habe ich. Im Tau des Lebens. Rein damit. Wieso nicht in den Brunnen? Na gut, das Wasser reicht wohl auch aus, ne? Sieht wohl so aus. Ha. Und. Jawohl. Der Nebel lichtet sich. Ah, was ist denn hier los? Du, wieso stöhnt denn da rum? Es ist, als ob ich gerade aus einem sehr, sehr langen Traum erwachen würde. Was war das für ein Licht? Es hat sich angefühlt, als würde mein Herz reingewaschen oder so. Wie merkwürdig, mein Kopf und mein Körper fühlt sich auf einmal leichter und klarer. Ah, diese Schmerz ist nicht wahr, das Baum ist, das soll aufhören. Hey, geht's euch gut, Freund? Ihr sieht gar nicht gesund aus. Er ist nicht euer Freund. So, das hätten wir geschafft. Das sieht sauber und klar aus. Gut, dann jetzt aber raus hier. Sind wir einfach gleich wieder im Dorf gelandet. Lol. Ihr schon wieder, war bist du immer meine Pläne stören? Hey, freue mich, euch gut, dass ihr das. Habt ihr dich doch verbrannt? Halt den Mund, lass mich in Ruhe! Hey, was soll das an? Ach, bleibt mir vom Leib. Wow. Ihr Menschen müsst euch immer einmischen, mir bleibt von keiner Fall so ein Dorf. Gebaut abzubrennen. Hey, lass das sein! Oh. Oh. Das ist mal eine ganz andere Gestalt. Ein Finstgrovian. Gut. Nächster Bosskampf. Ja, gehen wir wieder ran. Mit furchtbarer Faust. Zisch. Und furchtbarer Faust. Ja. Das erledigt alles. Was? Wie kann es so einen Angriff ausweichen? Na, warte. Nochmal, das Ganze. So schön, dass es weh tut. Aua. Gleich haben wir dich. Lange hält er es nicht aus. Ach komm! Oh oh. Angriff verdoppelt sich, hä? Da muss ich aufpassen, nicht, dass dann einer gleich stirbt. Ach, das gibt's nicht. So trifft das manchmal nicht. Ach, was soll's, jetzt haben wir's. Der ist down. Noch immer kein Level up. Wow, das überrascht mich. Mein Plan, euch himmlische Menschen dazu bringen, den Boss ins Eigentum zu fällen, der war so perfekt, seid verdammt! Damit herrscht hier wieder Frieden. Der Stress macht ihn echt fertig, ich will mich im Bett liegen und eine ganze Woche lang durchschlafen. Gut, dann schauen wir mal in den Brunnen, vielleicht ist dort ein Fragment. Ach nein, der führt ja zu X Wurzeln. Alles klar. Gut zu wissen. Ach so, wir kommen halt durch den Brunnen wieder raus. Das war es. Bitte schön, ich hätte gesehen, wie ein Wasser von ein paar Abständen verbrüht wurde. Nee, ich traue bestimmt doch. Aber ich dachte, ich habe jetzt vielleicht den Schlamassel gezogen. Ich dachte, dass ich eigentlich bin, um gegen die Monster zu kämpfen. Stattdessen bin ich mit Blitz auf den Lamm gegangen.
Ich muss schon sagen, wie ihr dieses Ding geköpft habt, war beeindruckend. Ob ich verletzt bin? Nee, ich hab den. Immer eine heile Gruppe, das geht's gut. Schön zu wissen. Ihr seht vielleicht klein und schwierig aus, aber kämpfen könnt ihr. Ich habe ja Zeit geahnt. Ich wusste, dass ihr keine gewöhnlichen Jugendlichen seid. Ich war ganz schön unhöflich zu euch, als gehindert habt, den großen Baum Eck zu finden. Das tut mir leid. Das ist alles Schnee von gestern. Nee, sind alles Freunde? Okay, gut, bin ich froh, dass ihr gefangen seid, wo doch nichts von all dem meine Schuld war, wisst ihr? Stimmt. Danke, ihr habt uns gerettet, die von eurer Schuld so viel steht fest. Sehr gut. Alles wieder beim Alten, so es gehört. Sagen wir dem Bürgermeister Bescheid, vielleicht übergibt uns jetzt ein Fragment. Aber wir haben weder hier noch in... wieder hier noch im Yggdrasils Baum ein Fragment gefunden. Das ist doch gut ausgegangen. Tag, habt vielen Dank. Wenn er nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was unser Dorf gefunden wäre. Oder aus dem wichtigen Yck. Ihr seid doch bestimmt ganz schön müde. Ich weiß, das Dorf war das nicht gern. Dann verbringt ihn doch bei uns. Gerne. Bitte verbringt der Hose und auch genießt unsere ganze Rohstoff. Danke. So können wir uns gratis erholen. Hallo? Guten Morgen! Ihr seid fünf, steht ihr? Nee, hoffentlich habt ihr gut geschlafen. Deshalb redlich verdient, das Mord zu besiegen. Das muss richtig anstrengend gewesen sein. Während ich geschlafen habe, ich bin großen Mann Besucher gestattet, das mitten, das dort lebt, wollte ich etwas ausrichten. So bin ich vorbei schon, wenn ihr Zeit habt. Ich vermute, sie will sich für alles bedanken, was ihr getan habt oder so. Garantiert. Oh, ein Fragment ist hier irgendwo. Wo aber nur? Wo? Der Radar schlägt jedenfalls aus. Wo soll sich denn hier ein Fragment befinden? Hier drin jedenfalls nicht. Wo zum Henker gibt's denn jetzt hier ein... Fragment. In irgendeiner Häuser, vielleicht in der Scheune oder so? Nee. Ich hätte genau das, was es vielleicht doch für uns angreifen würden. Aber dann hat ich ein Gerücht gehört, wonach der Dämonenkönig gerade dabei sein soll, die Welt in Stücke zu hauen. Ich schätze, wer gemein ist, alle Kontinente voneinander zu trennen, aber war ich es halt nicht? Nö, garantiert nicht. Aber wo steckt denn das Fragment? Wer hat es denn? Ah, sie sind unsere Helden, meine Maus. Das Helden zu stark und unschuldig sind. Aber ihr seid, seid gar nicht so, vergisst es schon drüber. Ja, ich weiß, wir sehen von der Struktur aus nicht wie, aus wie Helden, aber wir sind es. Wir können kämpfen. Ich bin der Dämonenkönig, das heißt, ihr müsst weglaufen. Was ist der Dämonenkönig? Ach so, spielen sie nur Fang, damit jetzt betrachten sie das wirklich nur als Spiel. In den Gebäuden drin scheint er jedenfalls kein Fragment zu sein. So viel steht schon mal fest. Wo soll sich denn hier ein Fragment befinden? Ich muss den Boden ein bisschen absuchen. Vielleicht bei den Feldern. Ja, tatsächlich, da hat was für uns. Ich habe einen sehr mögen Stein gefunden, als ich den Moment gepflückt habe. Das sah aus wie eine Art kaputter Grabstein, aber was darin war eingraviert. Wieso mal? So Gesicht in diese Richtung stand. Von dem ich spreche, tja, dann sag so gleich das ganze Aufstehen. Oder Schuld, ich gebe euch zu, nur zu gern. Danke, ein rotes Fragment. Haben wir es jetzt? Ja, wir haben es. Dankeschön und auf Wiedersehen. Gut, dann Besuch, wenn wir den Mädchen im Besuch haben. Ey, lass das direkt vor meiner Nase immer auftauchen. So. Hallo. Vielen Dank, dass ihr meine Bitte gehört habt und mich besuchen kommt. Ich habe euch ein Geschenk versprochen. Und zuerst möchte ich in mein Geheimnis anwenden. Es geht aber um den großen Baum. Und um mich ist der Ickes Eiche ein Sprössling. Eines Tages wird er zu einem riesigen Baum, damit ich das heranwachsen kann. Unbändige Heilkräfte besitzen. Natürlich will
noch Jahrhunderte vergehen, bis es soweit ist. Und in der Zwischenzeit muss ihn jemand beschützen. Das ist meine Aufgabe. Ich kümmere mich um ihn, bis er groß ist. Hier wurde in diesem Wald geboren. Ich bin das Kind dieser Bäume. Man könnte sagen, ich bin eine Waldfee. Und ich lebe seit sehr langer Zeit hier mit Ick zusammen. Wir waren schon lange vor euch Menschen hier. Nachdem ihr hier angekommen wart, verbreitete sich das Gerücht über Icks Fluch, damit ihr fernbleiben würdet. Ich hatte nämlich Angst vor euch und die Monster haben das ausgenutzt. Aber jetzt was anderes. Ich habe keine Angst mehr vor Menschen. Ich möchte mit denen, die hier leben, zusammenarbeiten, um Ick zu beschützen. Alles dank euch und dem Bürgermeister von Grünkilde. Hätte nicht so freundlich zu mir gewesen, hätte ich mich nehmen zu können. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ach, das sind mich um ein Geschenk. So ein besonderer Stab, der von X Essen fertig wurde. Ich hoffe, er wird euch von Reisen nützlich sein. Oh. Den Stab der Erlösung. Ja, danke schön. Ich wurde schon viermal ins Leben zurückgebracht, sodass mich weiter um Ick kümmern konnte. Ich frag mich, aber was wohl aus mir wird, wenn er endlich ausgewachsen ist? Ob ich dann einfach verschwinde oder wird eine Aufgabe auf mich warten? Wir werden sehen. Also gut. Das heißt, der gewaltige Baum ist im Spreisensatz. Also kein Wunder, dass er so Baum genannt wird. Echt cool. Ja, aus ihm wird wirklich ein gigantischer Baum. So viel steht schon mal fest. Tja, dann weg damit. Auch mit dem roten Fragment. Haben wir auf jeden Fall hier alles erledigt. Dann würde ich sagen, zum ersten Mal ist... Ach, Maribel hat ja schon einen Stab der Erlösung. Hä? Ist das alles? Der Stab ist noch schwächer als der Stab der Magie. Wollte mich sowas von veräppeln. Kann ein Kampf auch als Werkzeug verwendet werden? Ja und? Ich glaube das nicht. Echt schade darum. Naja, was soll's. War gut gemeint. Jetzt haben wir einen schönen Stab bekommen und dann das. Dann ist er noch nicht mal... Da ist er bereits schwächer als der, den wir aktuell haben. Enttäuschung pur. Naja, aber besser als nix, ne? Ob man auch hier frei in der Wildbahn auf Metallschleime treffen könnte, das wäre schon echt nice. Naja, wenigstens sind wir überhaupt endlich mal Metallschleimen zum ersten Mal begegnet. So, zurück in die Gegenwart. Dort muss ich jetzt auch die Insel... Dort muss jetzt auch die Insel aufgetaucht sein, also... Wird es Zeit, auch sie dort zu untersuchen und die Fragmente zu holen. Rotes Fragment. Ob wir dieses Mal uns einer roten Tafel widmen werden? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na schön. Nee. Gehen wir jetzt einfach nur zu unserem Schiff. Ups. Wenn wir nur wissen, wo das gerade. Achso, ich muss erstmal dieses Stückchen Land verlassen und dann erst kann ich das Schiff sehen. So, bitte sehr. Na, bitte sehr. Dann schauen wir mal, wo sich jetzt die Insel aktuell befindet. Alle Mann und Frau an Bord! Können wir eigentlich hier von diesem Haus hier... Da waren wir aber auch schon, ne? Da kommen wir sowieso nicht hin. Oh, da haben sich gleich zwei... Also ja, die eine Insel können wir noch nicht betreten. Jetzt ist da ganz hinten, links.
Blödsinn, rechts. Wann bin ich richtungsdämlich? Rechts. Was soll meine rechte Hand denken? Die weiter links, die andere, die können wir noch nicht betreten, wahrscheinlich. Also noch gar nicht erreichen. Vielleicht das wirklich erst nur mit dem fliegenden Teppich. Wenn wir den überhaupt irgendwann mal nutzen könnten. Ui, das Dorf sieht schon ganz schön groß aus. Und ist das jetzt Yggdrasil? Alter Schwede, das Dorf ist groß geworden. Schauen wir uns das mal an. Und auch hier in Grönkilde der Gegenwart befindet sich selbstverständlich auch ein Fragment. Was bietet denn der Händler Schönes an? Klingenbomberang, Meuchelteuch, Stahlpatschwert, Stahlreißer, kaltes Gewand, Schildkrötenpanzer, Zylinderhut. Nein, danke. Was ist das hier? Ja, komm, was zu trinken. Für das Haus ist unser Tau des Lebens verschwunden. Ich lasse Blättern der Lernsauer beschweren. Kommt in keiner anderen Schenke der Welt, wenn gleichfällig probiert wird. Soll Leben lang bereuen. Sollen wir? Ja, warum nicht, ne? Oh, was zum... Hallo? Willkommen! Oh, hier ist eine ganze Gruppe. Entschuldigt, aber... Könnt ihr immer nur jeweils eine Person aus der Gruppe bedienen? Das ist unsere Regel. Eure Mitreisenden sollen inzwischen dort drin Platz nehmen. Ihr seid hier, um den Tau des Lebens zu kaufen, ne? Ja. Tak, danke, wenn eure Freunde bitte dort drin warten würden. Okay. Sollen wir uns hier anstellen? Schätzen wir, sollen uns hier anstellen. Sonst kommen wieder andere Leute dazwischen. So, ja, der wartet schön brav hinter uns. Und... Na, jetzt sind wir dran. Ey, was soll das? Ich war vor dir dran. Nicht vordrängeln. Ah, verdammt. Toll. Ey, nicht vordrängeln, Mann. Ich war vor dir da. Ja, bitte nach hinten mit dir. So, ist das mal... Sind die mal fertig da? Vor mir? Viel Spaß gemacht, aber... Ach, das ist auch egal. Ja, verschwindet... Ach, na toll. So, bloß aufpassen, dass ich meinen Platz wieder nicht verliere. Ich will das verdammte... Willkommen, das ist alles, wenn sie gerade eine... Das Tau verkauft wird. Du musst aber verstehen, dass der Tau ziemlich selten ist. Jeden Tag wird nur eine kleine Menge davon gesammelt. Dann können wir täglich nur eine Flasche pro Kunde verkaufen. Hoffentlich wird es aus. 1000, ja, nehmen wir uns das. So. Hammer. Das heißt, ziemlich selten, müsst ihr wissen. Es kann immer ein kleines bisschen davon gesammelt werden. Hoffentlich ist es dafür, dass das Wasser ausverkauft ist. Dann sind wir froh, dass wir noch was gekriegt haben. Das ist ewig gedauert, wenigstens haben wir bekommen was. Dann gehen wir. Ihr fertig war? Lange, ich bin einfach hungern. Sorry, die Schlange ist halt wirklich... Na schön. Eine Flasche Yggdrasil doch. Stellt die LP alle Mitglieder der Gruppe vollständig wieder her. Das ist sehr interessant. Krass, Kacke. Der perfekte Heilungsgegenstand. Das ist sowas wie die Omni-Heilung. Nur besser. Was, schon wieder? Nein, wollte ich nicht. Lass das. Jedes Mal, wenn wir den Raum betreten, kommt wieder so eine Sequenz. Also den Raum, das Haus. Ey, ihr seid auch Tourist, oder? Seid ihr interessiert zu sehen? Jo? Ja, yeah, das dachte ich schon. Tja, bestimmt findet ihr denn das auf der Welt so einen großen Baum. Aber nicht froh. Seine Größe ist etwas Besonderes, ja. Auch wirklich erstaunlich heilkräftig. Das wusstet ihr auch nicht. Das wussten wir schon. Wusstet ihr noch nicht? Jedenfalls wäre Grünkilde ohne Interesse heute nicht, was es ist. Ohne ihn gäbe es uns gar nicht.
Das stimmt. Und wir haben auch da mitgeholfen, dass das... also wir haben auch dafür gesorgt, dass... dass das der Fall sein wird. Es hat tatsächlich einen recht unerfreulichen Grund, dass es heute so viele Kanäle und Brunnen in Grünkilde gibt. Ist ja, als Grünkilde noch ein kleines Dorf war, besaß nur einen Brunnen und er wurde von einem Monster vergiftet. Das Monster wurde schließlich von ein paar Reisenden besiegt, die von heute gekommen waren, aber die Einheimischen hatten ihre Lektion gelernt. Sie begriffen, dass es zu trinken war, nur Wasserquelle. Das ist zu riskant. Sie begriffen, dass es zu riskant war, nur eine Wasserquelle zu haben, also legten sie die vielen Brunnen und Kanäle an, die ihr nur vor euch seht. Sehr interessant. Oh, gut zu wissen. So, hey, raus da bitte. Das sind aber viel. Das ist also einer der vielen Brunnen, ne? Okay, hier ist nix. Das ist irgendwo. Das Fragment finden. Ich würde so gerne, wo es stecken mag. So ein bisschen Gold. Keine interessanten Bücher. So, der schläft. Man schläft den lieben langen Tag, das ist alles, was er tut. Es wäre, wenn du beschwärmst, neue Stimme von einer langen Linie unverbesserlicher Faulpelze ab. Ich wusste, das war die falsche Entscheidung, ihn zu heiraten. Er schläft den ganzen Tag bloß, wie schrecklich das... Warum hinnehmen, wieso verlässt ihn nicht einfach? Ich schätze es für die einzige Option. Natürlich, euch doch gar nichts anderes übrig. Oh Mann. Ist Maribel schon eine Liebesberaterin geworden? Noch ein Brunnen. Ja, es gibt tatsächlich mehrere Brunnen dieses Mal. Ist auch wirklich eine gute Option. Oder Messer, besser gesagt. Ich arbeite als Galerie im Palazzo. Bis jetzt habe ich hier nie kennengelernt. Das ist schon etwas merkwürdig, wenn man darüber nachdenkt. Schön ist die Tür von anders, dafür ist er verschlossen. Wieso, was ist denn da los? Ob man da jemals reinkommen kann? Oh, hier. Natürlich. Es gibt doch immer einen Hintereingang. Der Palazzo. Was das wohl für ein Ort ist? Also für ein Haus, der hier wohl lebt. Doch nicht etwa der Bürgermeister, der neue? Der aktuelle? Ich habe ja nur schon seit 2 Jahren hier im Palazzo, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, dem Chef zu zeigen, was ich kann. Es ist so eine Schande, dass ich meine, es so gekostet hat, wenigstens schnell. Es halt auch nur ist, dass auf Dauer langweilig, wenn man gar nicht gefordert wird. Oh. Ja. Das ist natürlich wahr. Das ist natürlich wahr. Man soll schon ein bisschen gefordert werden können. Zumindest. Hey, seid ihr? Dieser Palast ist ein Thomas großartig Enzo Grosso. Was habt ihr hier zu suchen? Ui, natürlich seid ihr, um das Lager aufzubauen. Nee? Ja, okay, geht in die Küche und nehmt die Treppe. Das Lager ist am Fuß der Treppe. Ah, und dort ist wahrscheinlich auch, das Objekt unserer Welt. Das heißt, dass irgendwo auf dieser Welt ein geheimnisvoller Teppich existiert, der sein Besitzer erlaubt, frei durch die Lüfte zu schweben. Man glaubt, dass es ein Teppich um den heiligen Schatz des Clans göttlicher Krieger, die aus dem Himmel herabgestiegen waren, handele. Das einzige Problem ist nur, dass bisher niemand den Teppich zu Gesicht bekommen hat. Haben wir aber. Nur scheint er nicht zu funktionieren, oder es ist doch nicht der richtige Teppich. Kreiz ich ein... Okay. Heraus in das Buch das andere. Auf den Boden, nicht auf dem Boden. Heilige Scheiße, ich habe einen Lesefehler. Okay. Dann gucken wir mal nach oben. Hui, ein Zylinderhut. Bekommen wir den mal gratis. Sieht aus, als habe ich Säcke, die waren abgeschüttelt. Ich bin der unvergleichliche kleine Kovo, der letzte lange Tradition von Dieben und Schurken, die bis zum legendären großen Kovo zurückreicht. Zumindest sagt mein alter Herr das. Es scheint, dass der große Kovo dazu neigt, verschlüsselte Botschaften an Orten zurückzulassen, in denen er sich aufhielt. Ich habe es mir
Kopf gesetzt, diese Botschaften zu finden und sie zu entschlüsseln. Keine Frage, ich bin der Richtige für dieses Vorhaben. Solche Dinge liegen bei uns ja in der Familie. Okay. Das war merkwürdig. Ein bisschen Gold wieder. Ja, so sind wir auch. Wir blinden hier ein bisschen rum. Durch die ganzen Räume stöbern wir. Die ganzen vielen. Wo ist eigentlich dieser Herr, dieser Gonzo oder wie er auch immer heißen mag? Der Chef hier. So, am Balkon angelangt und keine Spur von ihm. Ja gut, dann begeben wir uns runter zum Keller. Also zum Lagerraum. Bestimmt hält sich dort das Fragment auf, was wir suchen. Gut möglich. So. Wo waren das nochmal? Da. Runter da. Aha, da schlägt schon aus. Dürfen wir rein? Komm spät, aber besser spät als die losmacht. Ist aber viel vereinbart. Den Gaslager, die leere Flaschen rum, müsst ihr alle aufbrechen. Okay, damit fertig seid, kommt ihr. Zumindest ich gebe euch euer Gold. Okay, hey. Wisst ihr, irgendwie seht ihr gar nicht, Person, die ich ursprünglich beauftragt habe. Also die Ihr seht irgendwie gar nicht so aus wie die Person, die ich ursprünglich beauftragt hatte. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Ja, nutzen wir die Gelegenheit. Und holen uns hier alles. Hier haben wir einen Weisheitssamen. Und eine Gelehrtenbrille. Okay. So, hier scheint sonst nichts zu sein. Aber hier, ein weiteres rotes Fragment. Nice. So gehört sich das. So, jetzt haben wir für euch aufgeräumt, wie versprochen. Und? Kriegen wir jetzt unsere Bezahlung, hä? Hä? Wie schaut's aus, hä? Wer wird dafür jetzt bezahlt? Fräulein? Wo steckt die denn, die Auftraggeberin? Ah, da ist sie. Ist jetzt schon fertig, okay. Wofür bezahlen? 50 nur? Tag. Vielen Dank. Vielleicht finden wir uns wieder neu, wenn es zu tun gibt. Nur verdammte Schlappe 50 Goldmünze. Ich habe schon einen Lohn von mindestens 1000 gerechnet. What the fuck? Mit 50 kann man sich ja kaum was holen. Oh, was? Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen aus den Socken gehauen. Das Dach. Okay, wir sind ja wohl fertig, aber wir können uns ja trotzdem noch umgucken, weil es gibt ja noch etwas. Das ist wohl der neue Bürgermeister hier. Wir machen vorher mal seine Sachen kaputt. Heldenhafte Pose. Jetzt mach mal halblang, mein Lieber. Willkommen, Till Krönkel, ich bin der Bürgermeister des kleinen Stadt. Seid zum ersten Mal bei uns? Jo. Ja, sagte mir, sagt, wollte Geschichte enthält, und die unsere Stadt vor langer Zeit gerettet haben. Schieß los! Ui, wunderbar, da will ich euch mit Freunden erzählen. Vor langer Zeit gab es keine Kanäle in Grünkilde, so wie heute. Es gab nur einen Brunnen, einen einzigen, den wir Wasser erschöpften. Alle ihr Wasser schöpften. Dann hatte es eines Tages einen monsterhaften, abgesehen und garstig gewesenen Schütt und ein Gift in den Brunnen. Das Gift erfüllte die Herzen der Dorfbewohner mit dem Bösen. Es war eine grässliche Zeit, aber zu Glück war aber der Bürgermeister ein kluger und tapferer Mann, als er. Daher drei junge Reisende von weit zu uns hilft. Und zu Hilfe kamen, erzählte er ihnen, wie das Monster kämpfen konnten. Die Reisenden folgten den Anweisungen des Bürgermeisters, sie läuterten das Wasser. Und mit Hilfe der Macht Itasils und besiegten das böse Monster. Dieser Bürgermeister, tja, er war mal Urahn. Wusste es soll. Nicht im Garn, wie stolz darauf bin, mit so jemandem verwandt zu sein. Ja. Da hat man
einen Grund, stolz zu sein, dass er mitgeholfen hat, das Dorf zu retten. Also, weil er mitgeholfen hat, das Dorf zu retten. Hallo? Was wird das heute wie geschaffen zum Wäschewaschen? Hey, ja. Wo wir diese Kanäle haben, ist das viel einfacher. Früher mussten wir alle einen Brunnen waschen, das war eine Plackerei. Jop. Zeiten ändern sich. Das ist wohl der Hauptbrunnen? Nehme ich mal an. Nö. Gibt es überhaupt auch eine Verbindung zum Yggdrasil-Baum? Also zu den Wurzeln? Oh! Ah, das ist wohl jetzt ein Bad, oder? Oder wird hier einfach nur das Wasser gewonnen? Ey! So viele Mini-Medaillen habe ich schon gefunden und bislang habe ich doch keine Verwendung dafür. Ah, ja, keine Frage, Grünkill hat das beste Wasser weit und breit. Der trinkt anscheinend davon. Soll er ruhig. Diesen Brunnen haben wir auch schon gespäht. Diesen auch. Ich schätze mal, es gibt für uns in dem Dorf nichts mehr wirklich zu tun. Ich gucke jetzt noch ein bisschen in den Gebäuden um mit euch. Und dann werden wir ab dem nächsten Part uns zum Yggdrasil-Baum begeben. Dort müsste es ja auch noch ein Fragment geben. Wir können das Lager aufzäumen. Ich wette, der Boss wird ganz schön wütend auf mich sein. Was? Habt das für mich erledigt? Taktfee, meinst du, ich schulde euch was? Du schuldest uns 1000 Goldmünzen, bitte. Nee. Hier ist mit einem Schluck von Gründels Blut. Wasser für euch ist natürlich aufs Haus. Bitte. Nee, bitte. Ui, wusst ihr schon, dass eine Bar in der Stadt gibt, wo man 1000 Lebens trinken kann? Leider gibt es allzu viel davon. Also ist es schwer, in den Laden zu kommen. Es ist nicht einfach. Es gibt da Leute, die sich mit Eimern oder ähnlichem zum Bau bis Aufbauen versuchen, Tau zu sammeln, um ihn zu verkaufen. Ja, das ist wohl wahr. Und ich wollte eigentlich nicht raus hier, ne? Lass mich wieder rein. Lass mich hier mal ein bisschen umgucken in dieser großen Herberge. Ja, da gibt's dafür ein Reisegewand. Alter Schwede! Noch mehr Mini-Medaillen. Och, Mann. Das soll man nicht wahnsinnig werden. Die ganzen Mini-Medaillen, die man zugedeckt wird. Krasse Kacke nochmal. Hä? Anstatt das kann man einen Ausblick auf Yggdrasil genießen. Ui, wie schön, wie wunderschön. Ja, man soll sich den Blick auf jeden Fall gönnen. Mini-Medaillen. Es ist einfach nur krass. Hoffentlich finden wir echt mal bald diesen Mini-Medaillen-Typi. Wird echt Zeit. Wir könnten da wirklich schon was eintauschen. Muss auf jeden Fall schon mal möglich sein, so. In der Kirche waren wir noch nicht, dort will ich jetzt auch speichern für den und dann gleich mit dem nächsten Part weitermachen zu können, ohne Sorge, dass vielleicht irgendwas passiert, dass ich dann wieder von vorne anfangen müsste. Okay, liebe Leute, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit, wo wir nun den Yggdrasil-Besuch Besuch abstatten werden. Seid gespannt, klickt wieder rein, euer Crush-Fotofick geht hinein, Daumen hoch, wenn es dir gefallen wurde und auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know.